Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel Ping und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mates. Yay, die Aufnahme war immer noch zu leise. Geil, aber ich nehme jetzt ganz bestimmt nicht noch ein drittes Mal auf. Aber das kotzt mich so an. Jetzt habe ich auf 95 eingestellt, weil 100, wenn ich auf 100 einstellen würde, dann wird, weiß ich nicht, der Pegel komplett ausschlagen. Das ist ganz schön laut. 95 wird ja wohl jetzt endlich mal reichen, ey, weil der geht mir auf die Nerven. Auf den anderen PC hatte ich noch nicht mal annähernd so viel. So, Servos haben wir besiegt. Wir statten Mac einen Besuch ab. Wir wollen noch mal mit HS reden. Der gedankliche Faden. Let me see if I've got this right. That brat's keyblade works on any lock. That's right. Have I ever told you about the killer Colosseum we have right here in the underworld? It makes the one upstairs look like an Olympic kiddie pool. And that's the place we're gonna put an end to hurt the jerk's winning streak. Problem. Zeus locked it tight. No. Oh? Bingo. All we gotta do is swipe that key and then reopen the underdrome. Hate to tell you, but that key is kinda particular. It won't work for just anybody. And that kid ain't no pushover. I think this calls for a woman's touch. Oh Mann. Da vibrieren Max Stalker Sensoren. Ja, was habt ihr gedacht, was ich sagen würde? Ihr Schweine. Schämt euch gefälligst. Übrigens, die Arena zu Limps, die gibt's ja auch noch. Donnerwetter, da werden wohl einige Erinnerungen wach. Ich habe schon wieder ein Wort gelesen, das ganz da ist. Was? Heroinplatz, Heroinplatz. Aha. Ihr gebt es halt für den Hals gehabt, in dem ihr einen Kampf alles gegeben habt. Ja, den haben wir auch gezeigt, ne? Oder? Warum könnt ihr beiden so hoch springen? Das darf doch einfach nicht wahr sein. Der Philkarp. Der unvergessliche Philkarp. Den wir mit großem Einsatz gekämpft haben. Als dem wir als Sieger hervorgegangen sind. Ja, ja, haben wir alles gezeigt. Und hier gibt es eine Drive-Leiste. Warte mal. Eine Idee. Give me strength. Komm mal her. Sora! Wir haben sowieso keine Drive-Leiste, wenn wir unten sind. Ich will mal machen mit dem. Ja. Weil die Sache ist die, jeder Balken, der in der Rufenleiste abläuft, gibt uns einen Erfahrungspunkt. Er hat jetzt 3. Deswegen warten wir noch ein bisschen, bis er hier abläuft. Das dauert ganz schön lange. Kann ich nicht FPS-Modus machen? So, ha! Das kann man auch machen, ja. Warum der Sound im letzten Part so verkrüppelt war, ja, neuer PC. Musste alle Aufnahmeprogramme nochmal drauf spielen, musste alle Einstellungen nochmal neu machen und ja. Der PC macht im Moment noch, was er will, deswegen kann hier und da mal ein Fehler passieren in der Aufnahme. Ich hoffe, die Qualität stimmt wesentlich, also die Videoqualität. Und dann kriege ich echt Probleme, aber ich sah gut aus in den Videos. Und der Ton war halt zu leise. Weil Dreck. Wenn mich irgendjemand hasst, oben oder unten, keine Ahnung. Je nachdem, wo ich eine größere Connection zu habe. So, und ich mache das jetzt hier nur, weil wir da unten keine Drive-Leiste haben und ich das einfach hinter mich bringen will. Also los, komm. Gib's mir. Los, lauf ab. Lauf ab, 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 lauf ab. Sehr gut. Jetzt haben wir schon 4 Erfahrungspunkte oder 3. Ja, super. Also wenn wir nur einmal rufen, haben wir rufen aufgelevelt. Und da kriegen wir natürlich auch alle möglichen Abilities noch, die es nicht sein könnten. Da ist die Herkulade. Donald! Goofy! In der Reihenfolge. When did you get here? Hey, Herc. Howdy there.
Hallöchen. You want another adventure? Yeah, tracking down some friends, wiping out some heartless. Junior Hero's always busy. You know it. Voller Bro-Moment. Haben wir schon immer gedacht in der Szene. Das ist voller Bro-Moment, was die haben. Oh, mein Hals. Und habt ihr eure Freunde gefunden? Wir arbeiten noch dran. Als wir ankamen, sind wir mega mäßig in Schwierigkeiten geraten. Wir müssten direkt jemandem helfen. Wir wollten Hades die eine oder andere Lektion erteilen. Aber die Unterwelt erzieht uns alle unsere Kräfte. Hast du nicht irgendeine Idee? Es gibt da ein Medaillon, das einen von dem Fluch der Unterwelt schützt. Die Retter des Olymps benutzen es, wann immer sie sich dort unten begeben. Achso, wir könnten es benutzen. Sicher, warum nicht? Ich hole es für euch. Danke. Wirklich nett von dir. Aber eine Konfrontation mit Hades wird kein Spaziergang, auch mit dem Medaillon des Olymps. Ich habe heute einen Kampf, also kann ich euch nicht begleiten. Wisst ihr, was ihr braucht? Training. Warum sprecht ihr nicht mal mit Phil? Klar, gute Idee. Karte Arena, geil. Wenn er nicht wieder mit so blöden Fässern kommt, was irgendwie, weiß nicht, was das irgendwie an Training hier bringen soll, aber okay. Aber wie hoch stehen die Chancen, dass schon wieder so ein Mist kommt? Oh Gott, verdammt. Hey Champ, how you feeling? Better rest up for tomorrow's match. Nobody's gonna pay to see a worn-out hero. Gabish? Remember what I told you. Victory in the games comes down to two simple words. Eat, bathe, sleep. Oh, das waren drei Worte. Hey, if it ain't the junior heroes. Looking good, Phil. Never better. How you guys been? Have you earned your true hero wings yet? Nope, you ain't got what it takes. What? So, what's up? Haha, ihr drei wollt gegen Hades kämpfen? Das ist so komisch, den haben wir ja nur schon mal platt gemacht, ne? Ihr habt Mumm, ich mag das. Hey, man weiß ja nie, verrückte Dinge geschehen überall. Was also? Was? Was? Also, jetzt ist Training angesagt. Kommt, unterstützt mich bei meinen Fässern und Uhrenfetisch. Du willst also trainieren? Was? Na gut, ich werde dich hart dran nehmen. Oh Gott. Richtige Gefäße sammeln so viele wie der Jungs wie möglich. Okay. Ist ja gut. Richtige Gefäße und Medaillon zu zerschlagen. Große Gefäße und viel Medaillon zu bekommen, damit keine kleine erscheinen. Zerstöre kleine Gefäße, damit große erscheinen. Was? Achso. So schneller. Ja, ich habe ja schon jetzt alles, glaube ich. Nein. Und zack. Da geht aber noch mehr. Später. Wie fandest du das? Oh mein Gott, du hast Ohren kaputt gemacht. Meine Güte. Das war noch nicht alles, Junge. Ich habe da noch so einiges im Büro. Du kannst dich ausruhen, wenn du das ganze Training absolviert hast. Kein Problem. Null Problemo. Ach, ich bereit für einen Einsatz. Für ein großes Gefäß kann es dir auf keinen Fall entgehen. Übermodus. Wieder Zeitlimit. Das war natürlich sehr gut. Das auch. Keine große mehr gesehen. Was mal eine große endlich. Oh, die geben direkt 10. Oh. Kolossal. Jetzt habe ich's. Ich habe ihn. Luftheber.
Also das ist genau gleich wie Aufwärtsschlitzer nur in der Luft, glaube ich. Okay. Warum läufst du an mir vorbei? Red gefälligst mit mir. Ey. Diese ganzen Cutscenes, die einfach nur, weiß ich nicht, einfach nur da sind. Warte mal, Items. Wir auch nachfüllen. Ja, warum hätte er nicht direkt mit uns reden können? Warum muss ich jetzt extra noch mal zu ihm hinlaufen und ihn ansprechen? Der Piska, ich wollte jetzt Piskerl sagen. Der Pisser ist einfach an uns vorbeigelaufen. Hört mal, ich muss für einen Moment weg. Wohin denn? Das bin ich euch nicht auf die Nase. Sieht immer aus, als würde er irgendwie jemanden verprügeln wollen, so wie er läuft. Es tut mir leid, Freunde. Das Medaillon des Lumens wurde gestohlen. Von wem? Was? Wir wissen noch nicht, wer es war. Wir wissen nur, dass er ein Kerl in schwarzer Kutte mit Kapuze war. Es war ein Kerl. Woher wisst ihr das, wenn er eine Kapuze auf hatte? Egal. Und er hatte Komplizen, ein Haufen komischer Gestalten in Weiß. Wer könnte das wohl sein? Sag ich das was? Ich denke schon. Wenn wir es mit den Jungs Olymps wieder schaffen, können wir es dann ein Bällchen ausleihen? Sicher. Übrigens, hat der Mac hier irgendwo gesehen? Oh, schade. What's wrong, your hero-ness? Feeling under the weather? You know, I thought staying in perfect shape was part of the hero job description. You know what I'm saying. Oh, right. Hades, we gotta talk. I came to share a bit of mildly interesting news. Seems your dear, sweet little nutmeg went and got herself lost in the underworld. You mean you kidnapped her? Well, maybe. But why get caught up in the details? You can't leave now. Okay. You've got a very important match today against the bloodthirsty Hydra. I mean, if you don't stick around, who knows what kind of accidents might happen. Yeah, accidents you cause. Like I said, details. Who needs them? You're just a coward. Ah, well, can't all be heroes. Can you handle this? You got it. Heroes. Junior Heroes, Donald. Ja, you take care of the Hydra. We'll handle the rest. I'm counting on you. Okay. Mein edles Ausreimodash. Gehen wir. Ein anmutiges Viech. Mit den Nieren eines Vogels. Oh, schön. Herkules war schon immer einer meiner Lieblings-Disney-Filme. Also irgendwie der einzige Disney-Film, der mich früher zum Lachen gebracht hat. Was zum Teufel? Was stimmt mit dir nicht, Phil? Warum stellst du dir solche Dinge auf? Wann? Jeder in Griechenland muss es wissen. Seine Vorlieben mit diesen Gefäßen. Phil! Oh, oh, was ist passiert? Es war dieser komische Typ, komplett in schwarz gekleidet. Bin ihm hinterher, aber er ist plötzlich so auf mich los und hat mich K.O. geschlagen. Komplett in schwarz gekleidet? Es ist der, der es mit der Lunas Olymps gestohlen hat. Wo ist er geflohen? In die Unterwelt. Er ist offensichtlich einer von den Bösen und dabei wollte ich doch nur einen Ersatzhelden finden. Für den Fall, dass Herk mal eine Pause braucht. Helden? Warum sagst du das nicht gleich? Ihr kennt da jemanden? Oh, da wäre was. Das wäre was. So, gut. Kraftpolzen, oh geil. Genau, brauche ich sogar. Gib mir den. 12, leck mich. Warum hat Goofy? Ich glaube, ich brauche echt ein anderes Schlüsselschwert. Ich muss mehr, muss einfach mehr abziehen. Ich will das denn überhaupt? Angriff 3, Luftkombo plus. Nee, lieber Schaden.
Ich habe den Standardschlüssel. Ich habe den, glaube ich, auch sonst auch immer. Ich habe nur gedacht, machen wir mal ein bisschen mehr, weil ich nicht competitive und dann passiert sowas. Wer jubelt da? Da ist jemand in der Tribüne. Ich glaube, die Zuschauer sind nur ein Gespinst seiner Fantasie. Oh mein Gott. So, ohne Kohle. Wuff. Oh nein, ihr geht runter. Oh mein Gott. Hilfe. Abwehrkraft, ja, und Erfahrungsfuß. Also wenn ich, weiß ich nicht, weniger AP habe. Na, kurz Pause. Zwischendurch. Nächste Verteidigung habe ich. 14, geil. So, Dinge werde ich eigentlich nicht so brauchen. Weil mit dauernd irgendwie unter wie viel Prozent? Erfahrung, wenn du weniger als die Hälfte deiner AP beim Sieg meinen Gegner verbleiben. Ja, super. Ich kann auch nicht die ganze Zeit mit niedrigen AP durch die Gegend laufen. Aber da gibt es also ein, zwei Tricks. Mann. Dieser Unterweltfluch macht es mir echt zu schaffen. Wir müssen das Belehrung des Olymps schnell wieder beschaffen. Ja, warum bleibt er dann stehen und boah. Reinige Cutscenes machen echt keinen Sinn. Und sind wir jetzt extra stehen geblieben, um das zu sagen. Leute, wir müssen uns beeilen. Komm, wir stellen uns erstmal hier hin. Papa. Ha! Gecheatet. Hätte ich eigentlich nicht drankommen müssen, aber danke. Oh hi. Gibt's ja auch noch. Und diesmal ist der Sound mal in Ordnung. Langsam kommt das so ein ganz bisschen an. Joi. Das ist noch so ein Teil, da komme ich aber nie im Leben dran. Das glaube ich weiter. Also, ist ja geil, dass wir die Karten immer am Ende des Dungeons bekommen. Warte mal. Nee, da komm ich schon. Warte mal, geh mal du noch ein bisschen höher. Kannst du es wagen? Warte mal. Nein, es ist am Boden. Du tust verschwinden und dann wird vorhin AP wieder zurück. Ja. Jawohl. Kannst du nicht gleich dein Schild wegwerfen, Goofy? Da ist aber echt nur Müll immer drin. Ich glaube, wir kommen mal irgendwie da oben hin. Lunasplitter, oh geil. So, erstmal die beiden. Bevor ich hier runterfall. Und die Aufnahme. Autsch. Ich glaube, da komme ich aber noch nicht dran. Oh, gut. Du halt kriegt ordentlich Magiekraft. Wie es sich gehört. Ich glaube, da kommt gar kein Speicherpunkt mehr. Hey, da ist ja noch eine Schatztruhe. Wie konnte ich hier hin? Was? Spiel auf zu legen manchmal. Das ist ja nicht witzig. Bin ich jetzt wohl lang gegangen? Ich glaube nicht.
Da geht's weiter. Okay. Gehen wir ja weiter. Ich glaube, wir kommen keinen Speicherpunkt ab. Was soll's? Jo. Schaffe ich das noch? Was soll das schaffen? Herzteil. Mal, wer da wartet. Vitamin. Schon wieder zwei. Wo krieg ich die mal her? Aber ich brauche die auch durchgehend, ne? Ja, Lufttiere. Da. Hi, na? Mann in Schwarz. Huh? Oh, you. Wait a sec. Roxas? Excuse me? Roxas? Roxas? Oh, it's no use. Huh? What are you talking about? Let's see here. If the subject fails to respond, use aggression to liberate his true disposition. Right. Did they ever pick the wrong guy for this one? You're bizarre. Oh, he's gonna be the thief. Now that's just plain rude. Goofy hat schon wieder eins und eins zusammengezählt. Man weiß, dass er intelligente Charakter in diesem Spiel ist. Was zum Teufel? Okay, der Kampf kann nervig sein. Obwohl wir haben eins von. Oder habt ihr eigentlich schon gut? Eigentlich muss ich ja nur drei. Wie ist der unbesiegbar? Kann ihn nichts machen. Die Hälfte haben wir schon, die Hälfte der Zeit ist schon vorbei. Wir können jetzt ruhig mal wieder diesen einen Angst machen, danke. Wilder Tanz. Maximum AP, SP und Maximum AP. Jawohl, das ging kürzer als ich gedacht hätte. Roxas, come back to us. Ich bin kein Rucksack. Guys, a broken record. Oh, geil. Jetzt haben wir wieder die Macht. Meg needs our help. Ha, ha, ha. Na du? Final Mix Content, glaube ich. Was geht? Du bist immer noch hier? Ich bin hier, um mit dir zu reden. Weil was weiteres Interessantes ist mit der Lungen zu Lymphs. Zwei zurückgelassene Schatten der Niemande, abwesende Silhouetten, so wie es auch das Buch vorhin. Es geht um mehr als nur ein Buch. Es sind Waffen, die sich in den Schatten ihres einzigen Trägers angewandt haben. Kämpfen mit diesen Schatten, es wird erwachen. Dein wahres Ich. Warum redest du? So ein Held wie du kann doch auch einmal selbst seinen Kopf anstrengen. Aber ich glaube, er hat mich beleidigt. Was ist wohl mit diesen abwesenden Soldaten auf sich hat? Keine Zeit für Grübeleien, wir müssen Megara helfen. Ach ja. Barellen und so. Mein Junge, der Götter. Geil mal an zum Bericht 5. Geil. Will die lesen? Weiß ich nicht. Habe ich mir im ersten Teil aufgenommen. Habe ich dann nicht gemacht. War mir nicht schlecht. Dabei habe ich alles andere gemacht. So, warte mal. SP, Donald. Das gibt's da jetzt nicht.
Aber ich habe nur AP bekommen, ne? Also nur. Wenn ich irre, ist hier ein Speicherpunkt. Ja. Und da sind Truhen. Die haben Vorrang. Ich muss es so öffnen. Kavernen, ja, wir sind schon am Ende. Jetzt brauchen wir die Karte. Zwiespaltteile. Oh, eine Truhe. Noch ein Vitamin. Ja. Zwei Tornado, was weiß ich. Gut. Dann würde ich sagen, hoffentlich hat das Video euch gefallen. Hoffentlich ist es jetzt schön laut gewesen von der Stimme her und man hat mich vernünftig gehört. Wie gesagt, hoffentlich hat es euch gefallen. Ihr könnt ja mal irgendein Feedback hinterlassen in Form von Kommentaren, Likes und so. Weil je mehr Verkehr auf den Kanal, desto schneller wächst er hoffentlich mal nach 3 Jahren. Bitte. Und ja. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert, dann seid ihr auf dem Laufenden. Und ich würde sagen, ich beende Buddy und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom 2 Final Mix. Ich bedanke mich alles fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.